Hi alle zusammen und willkommen zurück. So, die Trolle amüsieren sich da, denke ich mal. Jetzt, wir haben die ja wie so ein Cupidon nochmal zusammengeführt und die haben uns dieses Trissband überlassen, welches wir für die Philippa Alchard brauchen, damit sie mit Hilfe von diesem nun Triss selbst finden kann. So war ja die Abmachung. So, deswegen bin ich jetzt auf unterwegs zu Philippa Alhard, aber wenn ich schon mal hier bin, verkaufen wir mal den ganzen Schrott, damit ich nicht eines Tages überlastet bin in einem ungünstigen Moment. So, Eisenring, ja, das reicht. 134 von 370. Ja, ganz ehrlich, es. Also ich kann mit mir noch extrem viel mittragen, ohne dass ich überlastet werde. Naja, man kann ja nie sicher sein. Was ich komisch finde, wo ist sie die Wache eigentlich? Oder macht ihr jetzt Pause? Schläft sie? Ich meine, allgemein, schaut euch mal diese Stadt an. Stellt euch vor, Hänselt würde genau jetzt angreifen mit seiner Armee. Warum nicht? Ich glaube, die Stadt wäre so ziemlich ganz schnell eingenommen. Also wenn wirklich die ganzen Wachen fehlen, dann, nun ja, irgendwie ist das ja nicht ganz richtig. Vor allem in dieser Zeit, die jetzt nicht ganz ungefährlich ist. Ich meine, ich habe gesehen, da standen ein paar Zwerge oben, aber das waren nur zwei vielleicht. Eigentlich habe ich sogar nur einen gesehen. Und ich glaube, der eine Zwerg, er hätte nicht gerade viele Chancen gegen die Armee von Hänselt. So, Philippa, wie immer am Pennen. Aufstehen, du. Willst du über etwas reden? Deine Freundin Sheila versteht sich prima mit Hänselt. Ich weiß, Hexer. Das ist kein Grund zur Sorge. Sheila passt auf, dass Hänselt nicht denselben Leuten zum Opfer fällt wie Foltest. Wir wollen ihm zwar das Pontartal nicht überlassen, aber einen Bürgerkrieg in Cadwin wollen wir auch vermeiden. Mhm, danke für die Info. Ich habe das Band von Triss. Wir nehmen das als letztes. Davor geben wir nochmal die Immortelle und fragen nach den Artefakten. Ich habe die Immortelle gefunden. Wunderbar. Nice, genau solche Reaktionen habe ich erwartet. Ich meine, ist nicht so, dass ich durch die ganzen Minen gelascht bin, eine Gralle gekillt habe und allgemein das ganze Tunnelsystem war verwirrend. Egal. Willst du über etwas reden? Du sagtest, du brauchst für Saskias Arznei ein magisches Objekt. Hast du eine Idee, wo wir das herkriegen? Du weißt, dass magische Gegenstände nicht einfach herumliegen. Zum Glück hat dieser Ort reichlich Vergangenheit. Die Geisterschlacht, Sabrina Glevisigs Hinrichtung, die verlassene Mine. Ich hatte es konkreter erwartet. Du sollst ja nicht mit der Wünschelrute losziehen und vergrabene Schätze suchen. Aber sei doch bitte mal etwas erfinderisch. Red am besten mit den Leuten hier. Der Droste kennt doch hier jeden Stein. Warum fängst du nicht mit ihm an? Mhm. Ja, eigentlich müssten wir mit Cecil reden. Willst du über etwas reden? Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Leto hat sie zum Teleport gezwungen. Warum? Es gibt einfachere Reisemethoden. Zwei von Letos Kumpanen hielten sich bei den Skoyatel versteckt. Vermutlich die, die für Demavents Tod verantwortlich sind. Als in Flotsam ruchbar wurde, dass der Königsmörder Jorvet beseitigen wollte, hat der befohlen, Letos Kumpanen den Garaus zu machen. Leto musste das Kommando also vor den Elfen erreichen. Und dazu war der Teleport die einzige Möglichkeit. Ich verstehe. Triss wollte zu mir, hat mich aber verfehlt. Sie ist in den Schluchten gelandet. Was geschah weiter? Leto hat sie verwundet zurückgelassen. Hat wohl gemeint, sie wäre eine feine Abwechslung im Trollmenü. Er ist zu den Elfen gegangen und hat mit seinen Kumpanen das Kommando ausgelöscht. Sie sind irgendwo, jenseits des Nebels. Und Triss? Ist dem Troll entkommen. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Vergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren?
Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nicht zu fassen. Aber wahr. Ich habe die Söldner getroffen, denen sie befohlen hat, Leto und alle, die bei ihm sind, zu töten. Damit meinte sie doch die Königsmörder. Bist du sicher, dass sie von Triss wusste? Wie sicher bist denn du, was Sheila angeht? Zwischen ihr und Triss war etwas. Sicher nur ein Missverständnis. Möglich. Wir müssen Triss finden, dann klärt sich alles auf. Ich brauche ein bisschen Zeit. Was ist denn da los? Sehen wir nach. Was ist hier los? Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stannis Saskia vergiftet. Die Bauern sind wie wild deswegen. Der reinste Lynchmob. Wo ist denn der Fürst? Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Der Adel bewacht ihn. Vorläufig haben die Bauern noch zu viel Respekt, aber der Wahn greift weiter um sich. Es kann jeden Moment zum Schlimmsten kommen. Bitte helft uns, die Sache ist ernst. Ich informiere derweil die übrigen Adligen. Hunde knurren Katzen an, Katzen fauchen Hunde an. Adlige und Bauern sind genauso. Spar dir die Vergleiche aus dem Tierreich und kümmere dich darum. Ich versuche inzwischen Triss zu finden. Und denk dran, falls Stannis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Naja, ich denke, wenn Stannis irgendwas passiert, dann haben wir mehr als genug Blut. Ja, neue Quest begonnen. Wir haben 1500 Erfahrungspunkte gekriegt für die Quest Voice Triss. Nicht übel. Und ja, neue Questphase begonnen. Genau, hier müssen wir nach rechts. Verhindere eine Selbstschuss. Das Leben ausgehaucht. Mumpitz, sie ist bewusstlos. Das ist alles. Der weiße Wolf wird sie retten. Aber ich hab gehört. Keine Ahnung hast du. Die Klappe halten solltest du. Richtig so, richtig. Bauern glauben, das wäre ein Streich unseres Fürsten gewesen. Was maßen die sich an, darüber zu urteilen? Vielleicht ist das eine Provokation von Henselt. Der will uns entzweien. Bauern, Volk und Herr. Geralt! Gut, dass du da bist. Das Bauernvolk glaubt, Stannis hätte bei Saskias Vergiftung die Finger im Spiel gehabt. Es will ihn dafür schlachten. Was hält sie davon ab? Die Ritterschaft, die edlen Herren von Edion. Es ist gar nicht so einfach, die Forke auf einen Blaublütigen zu richten. Auf der Beratung war auch ein Bauer namens Kalten. Er wirkte nicht, als hätte er Respekt vor irgendwem. Der ist ein Beutelschneider, nutzt jede Gelegenheit zum Rauben und Plündern. Und er hat blaues Blut geleckt. Angeblich hat er in den Schluchten das Gold vergraben, das er den Herren geraubt hat. Diesmal kommt's wohl hart auf hart. Alles herhören! Was willst du denn hier? In Wergen für Ordnung sorgen. Ich bin Skalen Burden. Na, du bist mir der Richtige. Wo warst du denn, als man Saskia vergiftet hat? Holt den Fürsten her und dann ordentlich ausdreschen! Halt! Jorvet! Die Eichhörnchen! Wer diesen Hof heil verlassen will, lässt die Pfoten von den Waffen. Bauer oder Herr, das schert mich nicht. Ich bring euch alle um, wenn es sein muss. Was ist hier los? Der Diener, der beim Bankett den Wein ausgeschenkt hat, sagt, der Fürst und Olkan haben Saskia vergiftet. Wir wollen Gerechtigkeit. Nein, ihr wollt Rache. Das ist nicht dasselbe. Schnurz! Saskia liegt im Sterben. Und der Fürst, dieser Giftmischer und die adligen Herren warten nur darauf, uns auf die Felder zu jagen und sich an Hänsel zu verkaufen. Das lassen wir nicht zu. Unsinn, Kalten. Niemand will sich hier verkaufen. Und der Schuldige muss gefangen und nach dem Gesetz verurteilt werden. Nach wessen Gesetz denn? Nach eurem? Und dann? Zahlt er ein Wehrgeld und kriegt einen Klaps auf den Arsch? Nein, den Klaps übernehmen wir mit der Axt auf den Schädel. Wo ist denn dieser Diener jetzt? In Sicherheit. Die Skoyatel bewachen ihn. Und warum verkriecht sich der Fürst, wenn er unschuldig ist? Schluss! Dem Ersten, der eine Waffe zieht, schieße ich die Hand kaputt. Und dann rollen hier Köpfe. Wir sind in der Überzahl. Du schaffst uns nicht alle. Mit dir würde ich anfangen. Und jetzt verschwindet. Wir müssen schnell etwas unternehmen.
Was hast du vor? Sie ein bisschen erschrecken. Blut fließen lassen, wenn's nötig ist. Ich verschaffe dir etwas Zeit. Aber beeil dich, ich kann sie nicht lange aufhalten. Frag die Bauern, den Adel. Red mit den Zwergen. Vielleicht schaffst du es sogar, bis zu Stannis vorzudringen. Wenn er es wirklich war, hat er sicher ein hübsches Märchen parat. Du wirst schon die Spreu vom Weizen trennen. Und geh auch zu diesem Diener, der plötzlich so redselig ist. Du hast nicht die Zeit, mit allen zu sprechen, so viel ist sicher. Den Menschen ist es am wichtigsten, wessen Arsch auf dem höchsten Stühlchen sitzt. Erzähl das mal Hänsel. Wenn die sich jetzt in die Wolle kriegen, dann stehen wir der geballten Macht von Catwin allein gegenüber. Ordentlicher Kraft zwischen Bauern und Adel kannst du nicht vereinen. Saskia konnte es. Was hätte denn der Fürst vom Tod sie das gebracht hat? Bedenke, was er zur Lebzeit. Ja, ich gehe mal hier ein bisschen kurz weiter weg. Jeder Fürst spinnt gerne Intrigen. Weil einfach viel zu viel Gerede hier. Grundsätzlich, wie Jovis schon gesagt hat, wir können hier mit verschiedenen Gruppen sprechen, um an gewisse Informationen dran zu kommen. Und ja, wir haben nicht unendlich Zeit. Das heißt, nachdem wir mit zwei Gruppen gesprochen haben, dann triggert das eine Cutscene, wo wir dann eigentlich nichts mehr machen können. Und ja. Dann ist gegessen und wir können mit den anderen nicht reden. Deswegen, man sollte eigentlich mit den Richtigen reden. Und die Richtigen sind hier die drei Zwerge und dann nochmal der Pöbel, dort ein bisschen weiter. Jetzt noch ein ordentlicher Krach zwischen Bauern und Volk und Herrenleuten. Kann ich mit dir reden? Tja, warum nicht? Ich bin Ogden, Metallgießer. Becher, Teller, Kelche. Brauchst du sowas, Hexer? Nein, hab Dank. Das Geschirr im Ratssaal, ist das von dir? Wohl. Ich habe es noch zu Zeiten von Bürgermeister Faragut gefertigt. Jeder meiner Kelche ist zigmal auf dem Steinboden gelandet. Und was ist passiert? Nichts, weil sie aus Stahl sind. Sie sind unverwüstlich, halten der Wut der Herrscher und der Trampeligkeit der Diener stand. Saskias Kelch war neu. War er. Ich möchte wetten, dass Saskia zu Faraguts Zeiten noch nicht mehr war als ein Blutstau in Papis Hosen. Alles klar. Ja. War das ein gewöhnlicher Kelch? Als Geschenk? Papalapap. Aufs Delikateste ziseliert. Nicht nur außen, sondern auch innen. Nicht sehr praktisch zwar, da schlecht zu reinigen, aber für unsere Saskia muss es schon etwas richtig Prächtiges sein. Sonst sind Kelche innen nicht ziseliert? Nein, natürlich nicht. Wer hat dir den Auftrag gegeben? Der Kelch war ein Geschenk. Ein Attribut der Wergener an Saskia. Ich hatte die Ehre, ihn herzustellen und unserer schönen Anführerin zu überreichen. Und er hat ihr so gut gefallen, dass sie seitdem nur noch daraus trinkt. Also rein theoretisch könnte hier der Zwerg diesen Kelch vergiften haben. Naja, wer weiß. Könnte es zwei identische Kelche geben? In Wergen gibt es keinen zweiten Handwerker wie mich. Vielleicht hat jemand versucht, dich zu kopieren. Ich kenne da einen, der das seit Jahren versucht. Aber das ist ein schrecklicher Stümper. Nicht einen vernünftigen Kelch hat er zustande gebracht. Sieht alles aus wie das Machwerk betrunkener Elfen. Thorak heißt er übrigens. Wir sehen uns bei einem Bier in der Schenke. Genau. Das ist auch schon mal alles, was wir von dem haben wollten. Die Information mit dem Thorak. Also gehen wir nochmal zum Thorak. Mal schauen, was der uns erzählt. Hat dich in letzter Zeit jemand mit einem kunstvoll verzierten Kelch beauftragt? Das tun manche. Um welchen Kelch geht es denn? Um diesen Kelch für Saskia. War er dein Werk? Dieser missratene Kübel? Du willst mich wohl beleidigen. Wer den verbrochen hat, gehört ausgepeitscht. Ich kann nur hoffen, dass der nächste Auftrag für Saskia wieder bei mir eingeht. Sofern sie in diesem Leben überhaupt noch Aufträge vergibt. Ja, das war eine komische Aussage von diesem Thorak. Wir können uns mal in seinem Haus umschauen, aber naja, wirklich viel bringen wird es jetzt auch nicht. Ja, hier gibt es so eine Truhe, so eine kleine Truhe, dafür ist aber ein Schlüssel erforderlich.
Und momentan komme ich halt mit der Quest leider nicht weiter. Deswegen wir... Nun ja, wir ignorieren die erstmal. Und gehen nochmal zurück zu den ganzen Bauern und so weiter und reden nochmal mit den Bauern. Keine Ahnung hast du. Die Klappe halten solltest du. Aber die Aussage von dem Thorak fand ich halt komisch deswegen, weil hier der Zwerg hat gemeint, das wäre voll ein prachtvolles, seltenes Kelch und der Thorak der hat genau das Gegenteil gemeint und naja, das ist schon mal verdächtig, wenn ihr mich fragt. Auf wessen Seite steht der Hexer? Oho, dieser Fürst macht sich Hexer. Was streicht der Kerl hier herum wie ein Furz in einer Zwergenhütte? Hexer sind doch immer in Geldnöten. Warum nicht verbreiten, dass der Fürst unschuldig ist und einen dicken Beutel einstreichen? Er sollte den von uns aufsuchen, der bei der Jungfrau gedient hat, statt hier rumzutrudeln wie die Scheiße im Eisloch. Nach dem Fürsten muss mit den Mächtigen aufgeräumt werden. Die machen sich viel zu breit. Fürst Dennis stand während der Beratung neben Saskia. Hatte er Zugang zum Weinkeller? Woher soll ich das wissen? Du reißt doch hier die Klappe auf. Der Fürst ist ein reicher Mann. Das ist doch nichts für den, einen Koch zu bestechen, dass der den Wein vergiftet. Dass sich einer Goldzähne leisten kann, heißt noch lange nicht, dass er sich die Gesunden ausreißt. Worum geht es euch wirklich? Und wer steht hinter euch? Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Wir brauchen keinen, der hinter uns steht. Wir wissen selber, was zu tun ist. Wie wollt ihr den Fürsten denn bestrafen? Ein Bauer wird schon verprügelt, wenn er nur seine Hühner falsch zählt. Was meinst du, womit ein Giftmörder rechnen kann? Wir machen ihn kalt. Ein Land ohne Anführer ist ein Hirngespinst. Unser Anführer ist die Jungfrau von Edirn. Es ist nicht klar, ob sie überlebt. Wir können noch einen anderen wählen, der sich dafür eignet. Aber es muss ein Bauer sein. Nur ein Bauer versteht einen Bauern. Und dann sind alle Leute gleich, auf unsere Art. Und die Anderlinge? Kuhscheiße haben wir genug auf den Feldern. Die Anderlinge sollen sich ihr Anderlingsland suchen. Fort mit denen! Ja, da kommt schon der ganze Rassismus durch. Kennt ihr den, der Saskia bedient hat? Heinz Braunkappen. Er hat den Wein ausgeschenkt, aber er liebt das Fräulein mehr als seine Schwester und seine Mutter zusammen. Er würde sich für sie in Stücke reißen lassen. Wo finde ich denn euren Heinz? Der versteckt sich in einer Hütte, hat Angst vor den Herren. Die Eichhörnchen bewachen ihn. Lebt wohl. Her mit diesem Hurenbock! Komm doch mal her. Das Bescheuerte an seiner Aussage ist von dem Bauer, wo der gemeint hat, ja, weg mit den Anderlingen. Eigentlich haben die Anderlinge, also die Zauberer... Ich habe einen Zauber geworfen und die Jungfrau sei tot umgefallen. Gut möglich. Verdammt. Also ja, die Anderlinge haben diese Stadt gebaut. Das ist halt das Dumme. Das ist genauso wie wenn Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommen würden, was sie ja gemacht haben, aber dann auch nochmal sagen, ja, weg mit den Deutschen. So. Bauer. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe dich gesucht. Ich kenne dich nicht. Du hast ein ganz schönes Durcheinander angerichtet. Wovor hast du Angst? Habe ich gar nicht. Du lügst. Hab nichts getan. Hab nichts gesagt, weiß nichts, hab nichts gesehen. Sag mir alles, was du über den Mordversuch weißt. Hab gehört, was der Priester zum Fürsten gesagt hat, dass die Jungfrau eine Bestie in Menschengestalt ist. Welcher Priester war das? Olkan, der, den sie getötet haben. Müssen wir prüfen, ob du die Wahrheit sagst? Beim Grab meiner Mutter, ich lüge nicht. Was hast du noch gehört? Rede. Na, als ich Saskias Gemach gerichtet habe, kam der Priester. Der Fürst hat sein Quartier nebenan. Laut haben sie nicht geredet, aber ich habe gehört, wie der Pfaffe sagte, ruf du nur die Dienerschaft aus der Küche. Mehr nicht. Nur Olkan, der Priester, könnte dir alles genau schildern. Tote sind nicht gesprächig. Vielleicht hat er was hinterlassen, irgendwelche Spuren. Vielleicht. Das glaubt mir doch keiner. Mhm. Die Wände haben Ohren. Ja, dann muss ich wohl hier lang. Nicht, dass ich mich hier wieder mal verlaufe. Tag, Hexer. Moin, moin. So, also wir müssen jetzt nochmal mit Cecil Burden drüber sprechen, damit er uns weitere Hinweise
bringt. Aber soweit ich weiß, lebt er ja irgendwie am Arsch der Welt, also ganz oben, dann hat er so sein Haus. Noch dazu ein ziemlich großes Haus, also ich war schon mal da drin. Ich glaube, da war ich nicht live. Also ich habe es jetzt nicht aufgenommen, aber ja. Genau, hier in diesem Haus wohnt er. Das könnte schon so eine Taverne sein, finde ich. So groß wie das ist. Aber gut, ist ja auch der Bürgermeister hier. Warum denn auch nicht? Die haben es auf ihren eigenen Fürsten abgesehen. Menschen sind doch verrückt. Ich hoffe, Skalen wird mit diesem Saustall fertig. Was brauchst du, Hexer? Ja, bei dem gibt es übrigens noch mehr Informationen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal alles durch, was davor ist. Vor allem die Informationen werden wir auch brauchen, jetzt zum Beispiel über magische Artefakte. Die machen wir dann in der nächsten Episode, denke ich mal. Und ja, aber fangen wir von ganz oben an. Cecil, kennst du jemanden, der am Krieg vor 3 Jahren teilgenommen hat? Ich war selbst dabei. Hast du an dieser Feldschlacht teilgenommen? Und ob? Philippa meinte, du solltest einiges über die Schlacht wissen. Hänselt, dieser Schwachkopf, den manche König nennen, war der Ansicht, dass Eddern von Memmen bewohnt ist, die sich schon vollscheißen, wenn er nur mit seiner Armee über den Fluss setzt. Warum hat er Eddern eigentlich angegriffen? Laut Hänselt ist Ober-Eddern uraltes Erbe der Krone von Kettwin und muss dem Mutterland wieder einverleibt werden. Unverschämter Furz. Der unverschämte Furz liegt nicht ganz falsch. Aus den Geschichtsbüchern wirst du erfahren, dass dieses Land vor 300 Jahren tatsächlich zu Kettwin gehörte. Das und mein Arsch. Vor 700 Jahren waren die Elfen hier. Vor 1 Million Jahren die Würmer. Da könnte ja jeder Depp mit seiner Armee beim Nachbarn reinlatschen, weil irgendein Vorfahr da mal einen Scheißhaufen abgesetzt hat. Gut. Hänselt hatte also beschlossen, Ober-Eddern zu erobern. Und dann? Er kam, bezog furchtbare Dresche und ging wieder. Du machst es mir nicht einfach, Cecil. Das war keine Schlacht, sondern ein Gemetzel. Wenn ich davon rede, habe ich alles wieder vor Augen. Ich will nicht. Im Nebel kämpfen die Geister der Gefallenen. Sie verwandeln sich in abscheuliche Geschöpfe, Drauguren genannt. Eddirner, Kettwenner, Menschen, Elfen, auch Zwerge. Verdammt. Nicht einmal im Tod haben sie Frieden. Ich will ihnen helfen, aber dazu muss ich erfahren, wie die Schlacht verlaufen ist. Also gut. Wenn du helfen willst, dann hör zu. Es war ein schöner Tag. Als Vandergrift nachmittags angriff, schickte er zuerst das graue Fähnlein in den Kampf. Viele von uns haben sich beim Anblick der Standarte in die Hosen geschissen. Aber wir hatten auch eine Überraschung für sie. Im Schutz der Nacht hatten wir Feuerwälle angelegt. Ich kann bis heute nicht glauben, dass wir ihre Speer reinlegen konnten. Wenn diese Falle nicht gewesen wäre, würden wir heute nicht miteinander reden. Ober-Eddern gäbe es nicht mehr. Wir haben das graue Fähnlein zerschlagen, aber das war nur der Anfang. Seldkirk führte uns an. Wo er auftauchte, flohen die Kettwenner. Beim Anblick seiner Rüstung lachte uns das Herz. Dann griff Vandergrift selbst ein. Seldkirk und er trafen in der Mitte des Feldes aufeinander. Schließlich erschlug Vandergrift Seldkirk. Ein schrecklicher Tod. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber dann fiel der Himmel herab. Als wollten die Sterne selbst den Tod des großen Ritters rächen. Feuer bedeckte das ganze Schlachtfeld. Keiner interessierte sich mehr für den Feind. Alle wollten fliehen. Es gab keine Freunde und Feinde mehr. Nur noch Lebende und Tote. Es heißt, eine Zauberin aus Kettwin habe all das angerichtet, weil sie sich an Vandergrift rächen wollte. Da ist wohl was dran, denn Hänselt ließ sie gleich nach der Schlacht hinrichten. Ja, die ganze Information. Nun, es wäre nicht schlecht, wenn wir sie schon mal davor befragt hätten. Also Cecil. Und ja, wenn wir diese ganzen Informationen schon davor gekriegt haben, bevor wir mit dem Geist geredet haben von grauen Fähnlein. Aber naja, es ist egal. Also, es geht so oder so. Erinnerst du dich an die Zeit vor der Schlacht? Als wäre es gestern gewesen. Hänselt hatte seine Truppen 3 Tage nach der Tag- und Nachtgleiche über den Ponta geführt. Eddern hat gute Kundschafter. So waren wir darauf vorbereitet. Seldkirks Truppen waren an der Hügelkette postiert. Die Stimmung stieg beim Anblick der wehenden Banner Wengerbergs, Aldersbergs und Guletas.
Ritter und gepanzertes Fußvolk standen Seite an Seite. Sogar die Bauernschaft hatte ihre Abteilungen. Die Zwerge nahmen die linke Flanke ein. Wir waren über 5000 Mann. Rasse und Herkunft scherten keinen. Das hatte es noch nie gegeben. Nur König Demavent fehlte. Hatte sicher Wichtigeres zu tun, als sein Land zu verteidigen. Hast du die Kettwenner übersetzen sehen? Von fern. Ich sah Vandagrift an der Spitze von 4000 Schwerbewaffneten. Manchem ist beim Anblick der Bärenköpfe und der gepanzerten Fähnlein von Ardkaré Angst und Bange geworden. In der Mitte war das graue Fähnlein der Veteranen von Brenna. Kaum befand sich Vandagrift auf erdirnschem Boden, erklomm er einen Hügel und sah sich um, als mustere er seinen Besitz. Jedenfalls zogen die Zwerge bei diesem Anblick wie auf Kommando ihre Hosen runter und zeigten ihm die Ärsche. Dann trat Seldkirk an unsere Spitze. Seine Rüstung strahlte in der Sonne. Ich hatte Angst, dass ihn ein Bogenschütze von Kettwen erschießt, aber die standen da wie angefroren. Seldkirk sah zu ihnen und deutete eine Verbeugung an. Den Aufschrei hättest du hören sollen. Er war ein großer Ritter. Hast du den Zweikampf von Seldkirk und Vandagrift selbst gesehen? Ich war recht nah bei ihnen. Einen solchen Kampf hatte ich noch nie erlebt. Und werde es wohl auch nie wieder. Es war ihr zweiter Kampf. Zuvor, bei einem Turnier in Ardkaré, hatte Seldkirk den Sieg davongetragen. Vandagrifts Schwert war geborsten, sodass er aufgeben musste. Ein Ritter wie Seldkirk wird kein zweites Mal geboren. Man sagt, Vandagrift sei nach dem Turnier so zornig gewesen, dass er den Schwertschmied aufhängen ließ. Dann bestellte er bei einem Zauberer ein ganz besonderes Schwert. Es war bestimmt dieses Schwert, mit dem er Seldkirk dann erschlug. Vandagrift ist tot. Weißt du, was aus seinem Schwert geworden ist? Aber ja, Saskia hat es. Und das ist auch gut so. Nur ihre Hand kann den Hass kontrollieren, der darin steckt. Nach der Schlacht, als die Flammen erloschen waren, kamen die Plünderer und stahlen, was sie kriegen konnten. Stell dir vor, in ganz Edirne gibt es kein Andenken an Seldkirk. Sein Bruder faselte etwas von Handschuhen, aber er ist ein Lügner. Tja, jetzt wissen wir auch, wo sich das Symbol des Hasses befindet. Ihr habt das graue Fähnlein besiegt? Henselts Elitetruppen. Nicht einer von ihnen hat überlebt. Der Besucher hat sie in den sicheren Tod geschickt und ihnen noch nicht mal Verstärkung gegönnt. Dieses Monster in Menschengestalt. Die Soldaten der Grauen waren echte Haudegen. Haben gewaltig zugeschlagen. Doch auf jeden von ihnen kamen 7 der unseren. Sie hatten keine Chance. Wir haben ihre Standarte erobert. Was von ihnen übrig blieb, begruben wir in einer Krypta bei Wergen. Die Standarte ist auch dort. Die Gegner, auch die Toten, muss man immer achten. Ich werde diese Standarte brauchen. Ich danke dir, Cecil. Du hast mir sehr geholfen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich zur Aufhebung des Fluchs brauche. Frau Eilhardt sagte, man bräuchte 4 Symbole. Die Standarte symbolisiert den Tod. Vandagrifts Schwert, den Hass. Aber die 2 anderen... Philippa soll sie beschaffen. Sie sollte wissen, wo sie zu finden sind. Hoffentlich. Genau. Mit Symbol des Hass können wir ja momentan nicht weitermachen, der das Schwert... Dings da hat Saskia und die hat gerade Probleme. Leicht gesagt. Gut, die restlichen Dialoge gehen wir mit Cecil ein bisschen später durch, also in der nächsten Episode. Es wird dann nicht mehr so lang sein. Also das war jetzt eigentlich so das einzig lange Gespräch hier mit Cecil. Die anderen 2 Dialoge, die er dann noch hat, gehen flott. Ja, in jedem Fall würde ich dann hier schon mal Schluss machen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.